Und hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge Drakensang 2 am Plus der Zeit. Und das Add-on Filiasons Geheimnisse. Und deswegen sind wir gerade hier unterirdisch unterwegs, denn Aha. wir haben erstmal unseren Skelett verloren, unseren Skelettmagier, den wir uns wiederholen. Wir sind hier unterirdisch unterwegs, denn es gibt einen Schatz. Ein Schatz, der gestohlen worden Skeletor. ist. Von den gestohlen worden ist von den Torvalern oder nee, von den Torvaler Sippe, von einer Torvaler Sippe. Und jetzt sind wir auf der Suche nach den Dieben. So, gehen wir weiter. Glückssegen haben wir schon. Fexens Gunst holen wir uns nochmal dazu. Und damit sollten wir wieder im richtigen Gang sein. So, oder? Passt, oder? Genau. Wir werden hier noch ein bisschen wegplätten. Es sollte alles nicht zu schwierig sein. Das ist ja, wir sind ja, die Gegner sind ja hoffnungslos unterlegen. So. Vor allem, wenn diese Magier noch mithelfen hier, ne? Schon alleine für diese Zauber und dass er die Kämpfe auf sich zieht, ne? Ist doch schon top hier, ne? Mal einfach sagen, so. Sammeln wir mal auf hier. So. Und wahrscheinlich liegt hier drüben auch noch was, genau. Fellfetzen. Und noch was von der Fledermaus, alles klar. Ja, wir sind ja recht gut mit unseren Skills dabei. Das sollte alles kein Ding sein. Auch die Handwerkssachen kriegen wir ja entsprechend hin. Und jetzt sollten wir hier weiter vorankommen. So. Wir haben so viel Zeug hier. Wir können eigentlich mal schauen, dass wir mal Zeug abgeben. Und zwar alles, was wir irgendwie meinen, was wir nicht brauchen. Den brauchen wir hier alles mal zu ihm. Und er kann es dann wegschmeißen, beziehungsweise in die Schiffstruhe tun. So, da haben wir noch einen Verband und die Tishiara-Münzen, die behalten wir selbst. So, du hast noch diesen Ring des Wassers. Den behältst du auch, immun gegen Brennen. Ist sicherlich nicht schlecht, wenn man diesen Ring hat. Irgendwann wird es bestimmt mal gegen einen Drachen gehen und dann ist bestimmt gut, wenn man oder gegen irgendwelche Feuerviecher und dann ist es gut, wenn man immun gegen Brennen ist. Wir werden das dann sehen, ob wir das brauchen oder nicht. Manchmal kann man auch einfach durch noch höhere Skillen einfach viel auf wegmachen. So, da ist einmal eine Fette. Die können wir schon mal gleich loslegen. Klingensturm. Klingensturm. Bruchschlag. Und ein Ignifaxius. Oh. Da sind schon mal gleich zwei Bitte. bewusstlos. Das ist nicht gut. Eins, zwei. Ja. Ja, die Dicke ist immer noch da, ne? Zusammenhalten. Oh. Aha. Der nächste, der umgekippt ist. Ja.
Ja. Attacke! Und? Zack, zack und... Ey, jetzt fällt sie schon wieder um. Ja. Jetzt ist sie umgefallen. So. Das war mal die Fette. Die sind weg. Haha, da lacht der Borgrim. Aber mal so richtig. Er freut sich richtig, dass wir diese fette Spinne geschlagen haben. Und jetzt haben wir aber leider beim Tierkundeprobe versaut. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken hier, ne? So. Noch ein bisschen sammeln, sammeln, sammeln. Das war's, oder? Ich sehe schon wieder nichts. Ich brauche mehr Licht. Gib mir mal einen Flimflam-Funkel. Hier. Genau. Das ist halt auch ein Grund, warum... Warum ich sie alle als Nahkämpfer ausgestattet habe. Weil sonst würden sie jedes Mal einen Pfeil abschießen. Jedes Mal, wenn ich hier... Irgend so eine dumme Kiste oder so aufmachen möchte. Einfach aus Bequemlichkeitsgründen oder Praktikabilitätsgründen. Ich meine, auch beim Kampf gerade eben, ne? Also die ganzen Low-Level-Camper, die sind halt unsinnig, die mit Fernkampf zu machen. Fernkampf kommt ins Spiel, wenn man wirklich irgendwo taktisch agieren muss, nach dem Motto, die müssen irgendwie aus der Range gehalten werden und wir können nicht einfach nur Hau-drauf-und-durch-Methode machen. Aktuell machen wir ja meistens fast immer Hau-drauf-Methode und durch. Hau-drauf-und-durch. Weil alles andere einfach zu aufwendig ist. So, jetzt haben wir hier eine Falle. So, damit haben wir sie entschärft. Und was kommt jetzt da hinten? Ihr da! Euch werde ich genauso in die Flucht schlagen wie diese lachhaften Schläger. Aha, was denn für Schläger? Aha. Okay. Dann, machst du mal einen Flammenstrahl. Angriff! Und danach kannst du einen Angriff machen. So. Du machst einen... Wurfschlag. Du machst einen gezielten Stich. Du machst einen Wuchtschlag. Bei meiner Treue. Du kannst auch noch eine zweite Wunde versuchen. Ja. Bei Angriff Spart. Nee, verkehrt. Angriff! Na? Bei Angriff Spart. Ja! Bei Angriff Spart. So, jetzt sind sie alle. Wie? Oh. Komm, kannst gleich noch einen machen. Ist schon fast weg hier. Und? Ihr seid ein würdiger Gegner. Damit habt ihr bewiesen, dass dieses Artefakt aus Eilis Chance für euch bestimmt ist. Denn ihr werdet Jore besiegen. Wir haben
Wir haben ihn innerhalb von 2 Sekunden besiegt, Mensch. Jore? Ich bin hier, um das verlorene Artefakt von Eirik zu finden. Jore ist der Mörder Eiriks. Als wir ihn anklagten, hat der Eilifs Schiff die Gischtkrone versenkt. Nun wacht er, wie wir, über ein Artefakt. Okay, okay, okay. Entschuldigung, Leute, ich hab irgendwie ein bisschen was im Hals, ne? Erst wenn Joris böser Geist besiegt ist und alle 3 Artefakte im Bett des Flussvaters schlafen, können auch wir in Frieden ruhen. Im Bett des Flussvaters? Also werde ich sie ins Wasser schmeißen müssen. Wo hat Joris sich denn verkrochen? Der Mörder wird von seinem Hass auf Eilif getrieben und ist ihr gefolgt. Da, wo Eilif jetzt ist, ist auch Joris. Ah, das heißt, Eilif und Jore haben beide noch ein Artefakt und das sind dann die 3. Geh nach Hammerberg, wende dich gen Süden und folge dem vereisten Bachlauf bis zu seiner Quelle tief im Wald. Dort ist dann ein Höhleingang? Ja und nein. Der Höhleingang. Hab Dank, ich werde Jore besiegen und euren Geist in Ruhe schenken. Sagt ihr nicht vorhin, es wäre ein paar Schläge eingerungen? Wer war das? Ein paar abergläubische Söldner, die von jemandem hergeschickt wurden. Sie waren feige und liefen davon, ohne mir einen guten Kampf zu liefern. Ach, abergläubische Söldner. Hab Dank, ich werde Jore besiegen und euch Geist in Ruhe schenken. Jawohl, und wir haben erhalten den Ring der Natur. So, jetzt muss ich mal ein bisschen nebenbei ein bisschen Minze machen. Das sollte dem Atem wieder gut tun und vor allen Dingen dem Hals. So, einmal das Quest. Besiege den Geist, ein bekanntes Gesicht. Nachdem ich den Kampf für mich entschieden habe, war Torquil so beeindruckt, dass er mir ein Artefakt anvertraute. Er verriet mir, wo ich den letzten Geist finden würde, in einer geheimen Höhle in Hammerberg. Ich mache mich gleich auf den Weg. Tja, wunderbar. Und ich habe den Ring bekommen. Unterwegs. Und wo haben wir ihn? Erstmal geben wir den ganzen eingesammelten Schmodder geben wir ihm. Na, hier, den Ring der Natur. Ring der Natur, Wildnisleben, Pflanzenkunde und Tierkunde plus 1. Sehr schön. Rüsten wir gleich mal aus. Den Ring des Lebens lassen wir hier unten. So, den brauchen wir nämlich vielleicht noch. Je nachdem, wir müssen ja den Ring der Natur irgendwann wieder abgeben, ne? So. Aber damit sollten wir zumindest einige Sachen besser können. So, frostige Lederbänder und was haben wir hier? Hier ist auch noch eine Truhe. Schauen wir doch mal, was hier drin ist. Ja. Ein einfacher Verband und ein bisschen Gullmund. So, ist sonst irgendwo noch was? Was haben wir hier noch? Feuermoos. Also auch dieses Quest geht erst in Hammerberg weiter. So. Ja, damit haben wir, glaube ich, die Höhle abgefrühstückt, ne? Wir haben hier einen Ring gefunden. Wir haben einen Ring bekommen und wir haben eine Folgequest. Beziehungsweise wir haben nicht einen Ring bekommen, doch wir haben den Ring des Wassers bekommen. Stimmt.
Schützt vor Brandschaden. So, genau, ich wollte speichern. Genau, ich wollte speichern hier. Unter Tishiana 3.3, genau. Denn wir wollen ja auch noch... Achso, falscher Weg. Wir wollen ja auch noch den Tishiana Quest, das Tishiana Quest weitermachen. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Beziehungsweise, wir wollen das hier weitermachen, damit wir alles, was wir vor den Hammerbergen machen können, nämlich alles abgeschlossen haben, um dann in den Hammerbergen wieder neu durchzustarten, quasi. Warum machen wir das immer ganz genau so? Ich habe eine ganze Menge aufbewahrt, bis zu dem Punkt, dass Ardo wieder da ist, weil unsere Truppe besteht halt nun mal aus Traviane Precht, unser eigenen Charakter, Ardo, Vorgrim und Jakon. Und warum? War deswegen, weil Ardo und Vorgrim sich wunderbar als Nahkämpfer und Fernkämpfer und Nahkämpfer und Schwergerüsteter und so weiter als Kämpfer gut ersetzen oder verbessern. Wir quasi als Allrounder und als Fexgeweihter einspringen und Jakon als Beschwörungsmagier entsprechend den Rest übernimmt. Und wir haben ja im Prinzip auch schon die ganzen notwendigen, wichtigen Zauber. Ich glaube, Jakon kann bestimmt noch die ein oder andere... Nee, da geht es nicht weiter. Wir müssen nach da... Kann bestimmt noch die ein oder anderen Zauber auch noch lernen, aber jetzt heißt es erstmal, wir sammeln Punkte, Punkte, Punkte und können das Lernen immer noch irgendwann machen. Momentan kommen wir eh nicht großartig viel weiter, was das Lernen betrifft, weil es mit dem Lernen, glaube ich, erst in Hammerberg weitergeht, ne? Also, soweit ich weiß, ist, man kommt immer eine gewisse Weite. Und erst wenn man weiter questet, dann ändert sich wieder was. Hier haben wir noch eine Truhe zum Beispiel. Haben wir die aufgemacht? Ja, haben wir. So. Jetzt sind wir auch gleich wieder am Eingang. Gut. Gucken wir doch mal. Denn das nächste Quest wird dann sein... Ein anderer Weg zu Filiasson, ne? Finde den Sphärenriss beim Elfenbaum. Ja, führe die Waffen zur Vollendung. Kann ich noch nicht machen. Finde seinen Lockenglanz, keine Ahnung, wo die ist. Vielleicht sind das noch irgendwelche Quests, die noch sonst irgendwo sind. Oder ist es alles in Hammerberg, ne? Beim Flussvater-Tempel kommen wir auch nicht weiter, weil... Ich glaube, da kommt man auch erst nach Hammerberg weiter, weil es da das nächste Stück gibt es, glaube ich, erst in Hammerberg. So, und hinaus. Na, wen haben wir denn da? Es ist sicherlich kein Zufall, dass ihr hier auftaucht, sondern vielmehr meiner Vorarbeit mit den Karten zu verdanken. Ravine! Ravine Eisenwalder! Na, wen haben wir denn da? Ja, deiner Vorarbeit mit den Karten ist es zu verdanken, dass wir hier sind, richtig. Worauf wollt ihr hinaus? Wenn ihr diesen Ort nur mit Hilfe der mir gestohlenen Karte gefunden habt, dann ist auch euer Anrecht auf den Schatz nur von mir gestohlen. Aha. Das Anrecht auf den Schatz habe ich mir erkämpft. Und das werde ich auch verteidigen. Das gesteht euch recht. Schließlich habt ihr euch euren gefälschten Karten unschuldige in den Hinterhalt gelockt. Das geschieht euch recht. Schließlich habt ihr mit euren gefälschten Karten Unschuldige in den Hinterhalt gelockt. Machen wir mal das Letztere, so.
Hinterhalt? Was? Ich verstehe nicht, wovon ihr redet. Und mir gefällt euer Tonfall nicht. Wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Wie? Tu doch nicht so. Der Geist des Mörders? Finde die gefrorene Quelle. Ach so, der wahlwütige Geist ist jetzt zu Ende. Ich konnte den anderen Geist mit Namen Torkel finden. Okay, gut. Komisch. Sie weiß nichts von einem Hinterhalt, was ich etwas befremdlich finde. Alles klar. So, finde den Sphärenriss. Gucken wir mal auf die Karte. Ah ja, der Sphärenriss ist da oben. Hinter Bosparans Ruine, da ist der nächste Sphärenriss. So, wir düsen aber erstmal zum Schiff. Oh, hier gibt es jede Menge Zunderschwamm wieder. Ja, wo ist denn der Zunderschwamm jetzt? Da ist er. Jawohl. Eitriger Krötenschemel, Gullmond, Belmont. Ja, sieht gut aus hier. Ja, wir müssen eh da runter. Da ist der nächste Zunderschwamm. Fünf Stück gleich, ne? Okay. Ihr könnt mal alle angreifen hier. Das sind ja nur ganz harmlose. Und zack. Das sind halt diese Verzauberten, ne? Deswegen ist es, werden das auch andere Tiere hier. Dachse und sonst was alles, ne? Aber gut, hier findet man wahrscheinlich... Oh, da gibt es noch mehr Zunderschwamm da drüben. Richtig viel, ne? Wenn wir diese eine Quest angehen, wirklich angehen sollten, wo ich wahnsinnig viel Zunderschwamm für brauche. Naja, wir sammeln einfach mal so viel, wie es geht. Ah, gibt es noch mehr Zunderschwamm? Bist du das oder? Ach, da ist ja noch einer. Jo. Die entsprechenden Kräuterproben. Choruga. Wo war denn jetzt Choruga? Ach, drin. Da ist er. Wo sind Yoruga? Ach so. Das war's wahrscheinlich, oder? Nee, da ist er noch, aber ich sehe sie nicht. Okay, wir gehen erstmal zum Schiff zurück. So, unsere Hausmannskiste, ne? So, Krötenschemel.
Froschschenkel, Yoruga. So, du hast doch bestimmt auch. Du kannst jetzt mal Pfeile, du kannst Kugeln abgeben. Zunderschwamm. Giftzahn, Blatt. Ja. Du hast genug Elfenpfeile, Brandpfeile, Giftpfeile. Mhm. Du hast normale Pfeile. Was? Bitte? Okay. Damit haben wir erstmal zwischengespeichert. Dann können wir jetzt weitermachen. Aha. Also erstmal, wo ist denn dein Skeletarius? Und jetzt da hinten ist das nächste Portal. Hier ist der Elfenbaum. Ja, dann gehen wir hoch zur Bosparanischen Ruine. Ja, ein großer Bär. Warum fehlt dir denn dein Zauber eigentlich, ne? Skeletarius. Ah, Corpo Frigo, Kälteschock. Hehe, erledigt. Der Bär hat's in sich gehabt. Hat er eigentlich Punkte gegeben? Nee, das ist alles so niedrig, da gibt's keine Erfahrungspunkte mehr, ne? Belmardblätter. Da gibt's noch eitrige Krötenschemel. Das nehmen wir mal mit. Was haben wir hier noch? Würselkraut, Zunderschwamm. Da hinten gibt es nochmal Zunderschwamm. Boah, hier kommt man auch wieder nicht lang. Es war wohl vorgesehen, dass man diesen Riss macht, bevor man hier in die Tiefe hinabsteigt. Und nicht nachdem man hinabsteigt. Riesenhirschkäfer. Wieder so ein Flimmerportal. Wir wollen da doch nicht wirklich noch mal rein. Wir hatten da doch etwas mit einem Fass Hellem ausgemacht. Was für ein Fass Helles? Ja?
Balsam Salabunde. So, haben wir sie jetzt alle wieder erledigt, oder was? Okay, gut. Kieferzangen. Jede Menge Kieferzangen. Hirschkäfer. Keine Ahnung, wofür waren noch mal diese Kieferzangen da, ne? Ist ein großer Steingolem. Du hast schon wieder so viel Zeug gesammelt. Bärenzähne. Davon. Dass du schon wieder so schwer bist. Du wiegst erst 20. Du wiegst immerhin 38. Da vorne sehe ich einen Troll. Das sieht mir danach aus, als ob es da gleich reingeht. Steingolem. Sanyasa Feiga, Udao Zarzanda. Niemand geht durch dieses Tor. Niemand geht durch dieses Tor. Doch, wir gehen durch. Damit ist er dann quasi auch stark. So, das heißt, du kriegst mal Feuerschaden. Was? Du machst einen Wuchtschlag drauf. Du machst einen Wuchtschlag drauf. Du machst mal einen Sternwurf und danach einen gezielten Stich. So, hat doch schon 261 runter. Alles klar. Klingensturm. Ja. Bei meiner Hochschlag. Ja. Angriff. Hochschlag. Aha. Ja, okay, gut. Wo habe ich denn Blitz dich find? Da habe ich Blitz dich find. Zack. Okay, jetzt ist er geblitzt. Ah, 213. Oh. Bitte. Was machst du? Hier rüber. Du gehst mal nach da drüben hin. Und machst dann so einen.
Aha. Kannst noch mal einen Blitzdichfind machen? Blitzdichfind. Ihr. Zusammenhalten. Hm? Ihr habt auf jeden Fall genug. Um hier mehrere von denen zu machen, oder? Attacke! Ja? Kannst du noch irgendeinen Angriff machen? Umreißen? Attacke! Na okay, wir haben ihn schon auf die Hälfte. Ja? Wir können weitermachen. Ja? Muss echt sagen, der Skelettmagier ist gut, ne? So häufig wie der den Corpo Frigo Schock Ding draufhaut, ne? Hat immerhin 70 Lebens Zauberpunkte. Oh, und jetzt hat er keine Zauberpunkte mehr. Jetzt geht er in Nahkampf. Ja. Für den Kaiser. Was? Ja, okay, komm, mach ihn fertig. Der scheint ja irgendwie auch gar keinen Schaden zu machen, scheinbar. Also es scheint nur so ein riesengroßer Hauklotz zu sein, um zu verhindern, ob wir da überhaupt reingehen oder nicht, ne? Und das haben wir geschafft. Sehr gut. Da kracht er zusammen. Hat er irgendetwas bei sich? Nee. Das ist nur ein Steingolem. Er hat nichts bei sich, aber es gibt hier einen Weidenkorb direkt daneben, wo nichts drin ist. Schade. Und da drüben ist das Portal. Da geht es weiter. Und da drüben ist eine Handwerkskiste. Ich speichere erstmal ab. So, dann lesen wir erstmal gerade, was in Quest weiter steht. Finde den Sphärenriss. Ich habe den von Ino beschriebenen Sphärenriss endlich gefunden. Betrete den zweiten Sphärenriss. Ich frage mich, wie es für die Asson in der Zwischenzeit ergangen ist. Ich sollte alsbald durch den Sphärenriss sehen und nach ihm sehen. Okay, gut. Ja, wir gehen gleich durch. Wir gehen erstmal nach da hinten und schnappen uns diese Truhe. Ach, hier war ich ja schon. Hier habe ich schon alles. Das habe ich schon leer gequestet hier alles, weil ich hier schon durch bin, ne? Gut, ab durch den Sphärenriss. Da haben wir es also gefunden. Das zweite Tor in diese sonderbare Fremde. Wenn die Befürchtung des moorischen Bootsmannes stimmte, orakelten die Worte der Orima-Priesterin, dass Phileason nicht mehr er selbst sein würde. Was auch immer mit ihm geschehen sein sollte, wir würden ihn nicht im Stich lassen. Und wie geht's weiter, Vorgrim? Nehmen
Zu eurem Schutz, mein Hofkönig. Es wird euch im Kampf gegen Kazak, der im Blut wartet, beschützen. Ich habe dieses Possenspiel nun lange genug ertragen. Dieser Mann ist nicht unser Hochkönig. Wie dem auch sei, ich hatte euch vor ihr gewarnt. Hab Dank. Dann heißt es nun, in die Schlacht zu ziehen. Gegen Kazak und die namenlose Horde. Ehrwürdige, was ist mit euch? Das Schicksal der Hochkönigin. 300 Lebenspunkte. Was ist passiert? Was sagt denn das Questor? Der zweite Sphärenriss hat mich zurück an den Ort geführt, an dem Filiason zurückgeblieben ist. Und doch scheinen die Dinge verändert. Anscheinend heilt sich Filiason für den Hochkönig Finvarion, den hochelfischen Herrscher über Tishiana. Steht Filiason unter einem Zauber? Wenn ja, wie kann man den Zauber brechen? Hat Mayana wirklich etwas damit zu tun, wie es Tarkat andeutet? Ich muss es herausfinden, wenn ich Filiason vor Schlürungen bewahren will. Erwehre dich der Orima-Priesterin. Mayana, die Orima-Priesterin, ging plötzlich auf Filiason und mich los, nachdem sie ihm den schimmernden Stein aus ihrer Maske überreicht hatte. Nun ist es an mir, mich zu verteidigen. Oh, deswegen gibt es gleich hier einen richtigen Kampf. Okay. Da hinten haben wir Filiason. Ich würde mal sagen, wir können direkt loslegen, oder? Ja, ich würde sagen, wir können direkt loslegen. Und wir brauchen den Ring nicht mehr. Wir können mal den anderen Ring reintun, ne? Weil jetzt wird es wahrscheinlich kampfeslastig werden. So. Nein, Sternenwurf. Und danach Klingensturm. Zweimal. Du haust gleich mal den Wuchtschlag zweimal drauf. Du heißt auch zweimal den Wuchtschlag drauf. Und du haust gleich mal einmal, zweimal Ignifaxius drauf. Ja, das Ignifaxius brachte gut was. Ja. Okay, hat hier Schaden genommen, okay. Bitte. Oh. Die hat jemanden eingeschläfert. Vielleicht kann sie niedergeworfen werden. Ja! Angriff! Was? Und danach ein Buchschlag. Sekunden, das ist noch mehr als genug.
Restuzio. Ah, kommt hier noch mehr? Nee. Bitte? Was? Hm? Ach, sie hat Blitz, ich finde, auf ihn Skelett auf das Skelett gemacht, okay. Aha. Naja, komm, ja, machen wir noch mal ein paar Schläge drauf hier, komm. Ja. Kannst du auch noch mal was machen? Jawohl. Oh. Ja. Er hat das gezaubert, dann holen wir mal einen neuen Magier dazu. Du bist schon wieder voll. Warum bist du denn eigentlich schon wieder voll? Als ob der nie irgendwelche Sachen verbraucht, ne? Oh, irgendwen hat sie erwischt. Ach so, ihn hat sie erwischt. Okay. Nicht von mir, nicht von mir. Klingensturm. Ja. Angriff. Das. Ja. Attacke. Fruchtschlag. Und zack, zack, zack. Wir können es mal ein bisschen sammeln, damit wir hier, falls gleich ein weiterer Kampf geht, stark genug sind. Oh. Na los, komm, dich kriegen wir doch platt hier. Deswegen nicht einfach in den Sphärenriss rein, sondern erstmal diesen anderen besiegen. Das zeigt halt, dass es auch Sinn macht, hier reinzukommen, ne? Okay, noch 16. 15. 16. Oh. Ja. Hm? Bei Angriff sparen. Bei meiner Treue. Bei meiner Treu. Zack. Das war's. Endlich. Oh,
Endlich ist sie umgehauen. Was auch immer hinter diesen Geschehnissen stecken mag, uns bleibt nicht viel Zeit. Es gilt, das Löwentor gegen Kazak zu verteidigen. Folgt mir! Der ist echt wahnsinnig, ne? Der läuft einfach da blindlings in das Ding rein. Oh, und wir haben die nächsten Typen gleich hier. Sehr schön. Okay, wir haben die Orima-Priesterin. Fextons Gunst. Und danach guckst du sie an. Ja. Du... stellst dich mal dahin. Na? Und du stellst dich dahin. Ja. Und du stellst dich dann dort hier in die Mitte. Kelch der Lebenskraft. Was ist das denn? Trinkt man aus dem Kelch, spürt man neues Leben in sich. Allerdings ist auch nur ein kleiner Schluck des Wundersaftes in dem Kelch. Dauer unbegrenzt. Lebenspunkte plus 5. Den nehmen wir natürlich mit, ne? Was? Angriff! Hordenkrieger 45. Scheint ja nun nicht unbedingt gerade. Ach, da hinten ist ein Schütze, okay. Alles klar. Ach, da hinten kommt noch wer, oder was? Ach nee, da ist eine Palastwache. Fliegt dir jetzt das nächste Ding an, oder was? Oh. Sporenbomben der namenlosen Horde. Müssen sie zerstören, bevor die Monstren schlüpfen können. Aha. Okay. Dann, bitte? Kümmerst dich du darum? Attacke! Sporenbomben 55, okay. Gut, dann, okay, die erste ist weg. Die ist geschlüpft. Da hinten ist einer, der nimmt einer Schaden. Sie nimmt Schaden. Oh, da kommen die nächsten.
Ja, okay. Sie schlüpfen quasi schneller als wir die Bomben wegmachen können, ne? Gut. Oh, das ist gut. Oh ja, 80. Okay, gut. Ja? Das ist nicht gut, was du da machst. Wir sollten einen Skelettkrieger holen. Dann auf den gehen. Ja. Du gehst direkt auf ihn. Du holst ihn direkt. Du haust ihn direkt. Oh ja, stimmt. Da gibt's viel Schaden. Bitte? Du kannst dich mal selber heilen. Ja? Der hat... Attacke! Noch 50, okay, gut. Weiter. Was? Und nochmal ihn. Balsam Salabund. Ja. Du kannst nochmal drauf. Nächste Hordenanführer. Und nochmal Wuchtschlag. Und noch einen Dreierschlag. Oh, irgendwo ist noch was runtergefallen gerade. Da ist ein Sphärenriss, da ist noch ein Schütze. Und? Ach! Da sind noch mehr Viecher gekommen. Alles klar, gut. Weiter geht's. Hordenkrieger. Komm, wir nehmen mal den Schützen hier. Damit ist der nächste nämlich weg. Ah, und... Alles klar. Ja. Was haben wir denn hier? 43? Ja, komm. Okay. Sieht gut aus. Aha. Die nächsten, alles klar. Hier gibt's noch einen Hordenkrieger. Ja, das Ding explodiert eh, bevor ich dran sein kann. Hütet euch vor dem tödlichen Gift ihrer Klauen. Okay, gut. Mutant, alles klar. Dann müssen wir ihn wohl mal ganz schnell wegkriegen. So, wie kannst du
dich regenerieren, ne? Was war es? Ruhe Körper, Ruhe Geist, ne? Ja. Oh, was machst du? Du haust auf das Viech. Du haust auf das Viech. Und du haust auf das Viech. Oh, da ist... Das ist nicht gut hier gerade. Vielleicht musst du mal doch einen Trank nehmen. Nimm mal einen Trank. Okay, gut. Bei Angriff Schwert. Das war der Mutant, ne? Und der Kampf müsste aber auch gleich vorbei sein, oder? Oh, Gott sei Dank. Wunderbar. Ich würde sagen, idealer Zeitpunkt abzuspeichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht, hier mit Captain Spiel, den Tirschiana an der Seite von Filiason. Bis denn, sagt der Captain.